Willkommen Leute, euer Gonzo hier. Reden wir heute weiter über Elden Ring. Ich bin jetzt komplett durch. Fand das Spiel ein bisschen leicht, aber ich fand's geil. Also die erste Hälfte knackig schwer. Mann, war das schwer, Mann, habe ich mich aufgeregt bei einigen Bossen. Aber sobald einige Tricks und Waffen bekannt waren, bin ich da ziemlich durchgerusht und habe einige Gegner, auch die schwersten Gegner, nach kurzer Zeit bereits platt gemacht und das Spiel ist durch. Ich habe natürlich nicht alles gefunden. So. Und ich bin mir sicher, dass wenn in Zukunft einige Sachen vielleicht gepatcht werden, das Spiel eventuell vielleicht ein bisschen schwerer wird. Und deswegen werde ich natürlich an weiteren Varianten auch forschen, wie man die Bosse besiegen kann, auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel einer der stärksten Gegner im Spiel oder wie die Leute sagen, der stärkste Gegner in allen Souls-Spielen bis jetzt, lässt sich, glaube ich, sehr gut mit Katanern besiegen. Wenn das der Gegner ist. Ich glaube, ich habe sie teilweise mit Katanas besiegt, aber ich glaube, ohne diesen anderen Schild-Exploit wird das nochmal ein bisschen schwerer, aber nicht unmöglich, denn ich habe es bereits mit Dual-Wielding Katana ziemlich weit bei ihr geschafft, bevor ich dann eine Kombination mit Katana und Schild-Exploit ausgetestet habe. Falls ihr den Schild-Exploit nicht kennt, der allererste goldene Reiter, den ihr seht im Spiel, der trägt ja so einen großen goldenen Schild bei sich. Und den bekommt ihr später im Spiel. Und dieser Schild, der kann Zauber kontern, wenn ihr angezaubert werdet. Aber wenn ihr einer Statusveränderung unterliegt, dann ist jeder Konter ein Zauberkonter. Das heißt, ihr könnt permanent Zauberkonter aus diesem Schild zaubern und die Gegner mit einem heftigen Beschuss konfrontieren, so richtig geil zuschießen mit Attacken. So, das macht die meisten Bosse richtig schnell fertig, weil ihr Dauerfeuer geben könnt. Dann noch einen Geist rufen, der die Gegner ablenkt und der Drops ist gelutscht. Eventuell dann noch das Schwert von Nacht und Feuer, was an und für sich schon overpowered ist. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob der Schild-Exploit nicht tatsächlich auch gewünscht ist, um das Spiel leichter zu machen. Aber naja, so, das Spiel ist durch. Worüber ich eigentlich reden wollte, ist ja Kritik. Wie man mit Kritik umgeht. Und ich habe ja beim letzten Video gesagt, ein Ubisoft-Mitarbeiter und ich glaube auch Guerrilla Games-Mitarbeiter haben sich geäußert über die User Experience, beziehungsweise, dass das Spiel nicht sehr bequem aufgebaut ist und dass das ja gegen alle Regeln verstößt. Es ist natürlich so, dass die meisten Spiele nach einem gewissen Konzept kreiert werden. Und die Open-World-Spiele vor allem, die müssen sehr zugänglich sein. Ihr habt eine Minimap, ihr habt einen Navigationsweg, ihr habt Pfeile, die euch zeigen, wo ihr hin müsst. Ihr habt permanent irgendwo einen Questlog offen, was euch sagt, wo ihr hin müsst. Und bei den meisten Spielen ist das auch in Ordnung. Und bei den besten Spielen ist das sogar optional. Da könnt ihr einiges einfach wegschalten und hinschalten. Das war, glaube ich, bei Witcher 3 so, bei Horizon ist das so. Also die besten Rollenspiele in der Open World machen das alles optional, damit ihr das hin- und zuschalten könnt, wie ihr wollt. Und auch einfach mal den Kopf ausschalten könnt und einfach der Story folgen. Weil diese Spiele haben eine Story, die sich lohnt, auch einfach nur mitgenommen zu werden. Es lohnt sich einfach und deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn man da alles Mögliche einschaltet, um möglichst leicht irgendwo hinzukommen. Bei einem Souls-Spiel haben wir das alles nicht. Souls-Spiele sind verdammt unbequem und wenn man da weiterkommen will, muss man sich eventuell noch, man muss sich auf jeden Fall im Internet weiter schlau machen. Das hat diese Community überhaupt erst erschaffen. Es gibt sehr viele toxische Anteile in der Community, die ständig sagen, man darf das Spiel nur ohne Waffen mit beiden Händen auf dem Rücken gefesselt spielen. Ansonsten ist es ja Gecheese. Man darf nichts benutzen, was im Spiel ist. Man darf keine NPCs rufen, man darf keine Online-Hilfe rufen. Man darf das stärkste Schwert nicht benutzen, man darf das stärkste das und das nicht benutzen, man darf Mage nicht benutzen. Also die machen diese ganzen künstlichen Regeln, die man nicht benutzen darf, sonst ist das Spiel zu leicht. Und das ist natürlich Bullshit. Das ist totaler Blödsinn. Ihr könnt das Spiel gerne so spielen, wie der Entwickler es sich gedacht hat. Und ihr dürft alles nutzen, was der Entwickler reingepackt hat. Und die Entwickler haben sich auch durchaus gedacht, dass ihr online geht und euch mit anderen austauscht und euch Hilfe holt. Das ganze Koop-System basiert eigentlich darauf, dass man sich gegenseitig zeigt, wie und wo man was findet. Also in den ersten Spielen, in Demon's Souls und Dark Souls, gab es ja keinen Chat zum Reden, aber die Figuren hatten Gesten. Gesten, die nach oben zeigen, nach unten zeigen, nach vorne zeigen. Ihr konntet
Ihr konntet in das Spiel eines anderen Spielers eingeladen werden und ohne ihm was zu spoilern, ohne viel zu reden, konntet ihr mit Gesten, die vorher schon einprogrammiert waren, dem Spieler zeigen, wo er eventuell was findet. Und natürlich auch das Nachrichtensystem, was anderen Spielern Hinweise geben soll, wo sie was Verstecktes finden. Das gesamte Spiel war von Anfang an darauf ausgelegt, dass Spieler sich Hinweise geben und gemeinsam an den Rätseln arbeiten. Jetzt ist das so ausgeartet, dass das Internet natürlich voll ist voller Tipps. Es gibt Wikipedias und es gibt jetzt sogar Karten für Elden Ring. Es gibt schon die gesamte World Map, wo alles drauf angezeigt ist. Könnt ihr drauf zugreifen, wenn ihr wollt. Macht das am besten nicht zu früh. Erkundet die Welt erstmal so. Das ist wichtig. Geht erstmal rein und sammelt eure eigenen Erfahrungen. Das stimmt schon, so dass man sich nicht direkt alles spoilern sollte. Man sollte einfach ein bisschen in die Welt auch eintauchen. So, jetzt bin ich ganz vom Thema abgekommen. Oh, es gibt so viel über Souls zu reden. Kritik. Da war doch gestern was auf YouTube, wo ein YouTuber, der Elden Ring Videos macht, der hat einen sehr harschen Kommentar bekommen, der geschrieben hat, Gamer sind richtige Versager, Leute, die ständig nur diese Tipps und Hilfen annehmen und nicht mal selber was erkunden. Also er hat sich ziemlich auch ein bisschen beleidigend und ziemlich schroff darüber unterhalten, hat sich sein Unmut kundgemacht, dass alles nur noch Pussys sind. So. Und der Kanalbetreiber hat natürlich das Recht, so einen Kommentar zu löschen, wenn er das nicht haben will. Das ist vollkommen in Ordnung. Er hat aber darauf eine Antwort gepostet, wo er ihn zurückbeleidigt hat, hat dann einen Screenshot gemacht, hat das dann scheinbar gelöscht und hat diesen Screenshot dann in der Community, im Community-Tab hochgeladen, um zu zeigen, wie toll er doch ist, weil er diesen Troll beleidigt hat. Das geht folgendermaßen. Also der Troll hat ja gesagt, alles Pussys, die sich von Anfang an nur Hilfe holen und nicht mal ihren eigenen Arsch bewegen oder sich selbst mal anstrengen, um ein bisschen Spaß im Spiel zu haben und sich überraschen zu lassen. So, da ist ja tatsächlich was dran. Ne? Dazu kommen wir gleich. Die Antwort war dann, es gibt auch Menschen, die haben Familie. Und weil ich mein Leben besser auf die Reihe bekommen habe als du, geht das halt nicht anders. Und ich muss halt diese Tipps in Anspruch nehmen. Und dafür hast du halt kein richtig gutes Privatleben. So, also das ist vollkommen, geht er vollkommen vom Thema weg, anstatt mit ihm darüber zu reden, warum es von Vorteil ist, wenn die Menschen sich austauschen, was ja auch gewollt ist, geht er vom Thema weg und sagt, ja, ich habe ein besseres Privatleben als du. Du bist bestimmt ein Versager und deswegen jammerst du hier rum und so. Also er versucht, die Person zu degradieren. Er geht auf das Persönliche über und versucht, die Person zu degradieren, damit seine Meinung weniger Wert hat. Und das ist ein Fehler beim Diskutieren. Ihr dürft eine Person nicht angreifen, weil ihr deren Meinung nicht mögt. Ihr müsst die Meinung argumentieren, also ihr müsst die Argumente kontern. Ihr müsst auf argumentativer Ebene bleiben. Jetzt geht nicht aus Persönlichem und versucht nicht abzulenken. Wenn euch jemand ein krasses Argument liefert, bringt das nichts, wenn ihr sagt, deine Rechtschreibung ist falsch. Das hat ja mit dem Thema nichts zu tun. Dann ist die Rechtschreibung halt falsch. Aber das macht sein Argument nicht weniger wert. Aber das ist so ein Versuch, das Argument abzuwerten. So, wenn ihr könnt das Argument nicht widerlegen, weil euch Informationen fehlen, und anstatt dass ihr jetzt lernen geht, dass ihr euch informiert, was es damit auf sich hat, dass ihr den Kontext versteht, versucht ihr die Person zu degradieren, indem ihr sie irgendwie versucht runterzuziehen und zu sagen, du bist aber weniger intelligent und deswegen ist dein Argument nichts wert. Das ist falsch. Auf diese Weise kann keine Diskussion geführt werden. Auf diese Weise kann keiner was dazulernen, was ich sehr schade finde. Denn kommen wir zurück auf den beleidigenden Kommentar. Natürlich kann man den löschen, ohne was zu sagen. Das ist vollkommen in Ordnung, da sage ich ja nichts gegen. Aber er hat ja durchaus recht. Menschen wissen nicht, was sie mögen. Also ihr wisst, ihr mögt etwas, aber ihr wisst nicht, warum. Ihr wisst nicht, wieso. Was steckt dahinter? Warum gefällt euch das eine, warum gefällt euch das andere? Und warum gefällt euch ein Horizon, obwohl es so überladen ist an Informationen? Und warum gefällt euch ein Souls-Spiel, was so mager an Informationen ist? Und keines von beiden ist perfekt. Keines von beiden ist das Richtige. Ihr könnt beides mögen aus unterschiedlichen Gründen. Wenn ihr aber nicht darüber nachdenkt, reflektiert und wirklich auch die Emotionen mal weglasst, ein bisschen logisch einfach nur hinterfragt, warum mag ich beides, obwohl beides so unterschiedlich ist. Es muss nicht das eine geben oder nur das andere geben. Wieso ist das so? Und würde ich nicht eventuell mehr Spaß daran haben, wenn ich mir keine Hilfe hole? Das kann ja sein. In einem Spiel wie Souls, was davon lebt, dass ihr in Bedrängnis gesetzt werdet, dass ihr zwischen der Entscheidung steht,
gehe ich jetzt einen Schritt weiter, weil ich ein bisschen gierig bin, weil ich sehen will, was dahinter ist. Ich bin neugierig. Oder bringe ich meine Seelen in Sicherheit? Wenn du schon weißt, was vor dir liegt, dann gibt es diesen Moment nicht. Es gibt diesen Zwiespalt nicht. Es gibt diesen Moment der Gier in euch nicht, wenn ihr wisst, was euch erwartet. Ich habe den meisten Spaß in Souls-Spielen weit später. Für mich ist der Anfang immer eine richtige Plagerei. Ich lerne die Spiele auswendig. Ich lerne die gesamten Mechaniken, die Schwächen der Gegner, die Stärken der verschiedenen Waffen, die ich habe. Und auch die Waffen der Gegner, wie man die am besten kontern kann. Und wenn ich dieses ganze Wissen habe und weiß, wo ich meine Waffen herbekomme, dann geht das schon so ziemlich Speedrun-artig. Ich hole mir die nützlichsten Sachen und benutze sie am effektivsten gegen bestimmte Gegner, wodurch das Spiel so richtig viel Spaß macht, weil das ja auch so gedacht ist. Ihr sollt beim ersten Spielen den Arsch versohlt bekommen und dann später, wenn ihr wisst, wo die ganzen Sachen sind und was effektiv ist, könnt ihr danach selber Arsch versohlen. Das finde ich sehr spannend. Also dieses sich entwickeln und lernen und das Benutzte einsetzen und dann die Belohnung dafür bekommen. Die meisten Leute spielen gar nicht so weit. Die spielen das Spiel einmal durch und kämpfen sich dadurch und placken sich ab und denken dann, oh, jetzt habe ich es aber geschafft, jetzt nie wieder. So, das war echt hart. Aber sie haben noch nicht angefangen zu lernen, wie das Spiel funktioniert und haben nicht gelernt, das Spiel zu brechen, was mir besonders viel Spaß macht. Und weil ich daran so viel Spaß habe, bin ich auch auf YouTube gegangen und habe dann Leuten auch geholfen, das Spiel durchzuspielen. Einige Leute haben mir geschrieben, bei meinen ganzen Let's Plays, die ich gemacht habe, stand am Ende sehr oft, danke, mit deiner Hilfe habe ich es geschafft, das Spiel doch noch zu schaffen. Weil ich den die ganze Zeit Exploits genannt habe oder gesagt habe, welche Waffe wo effektiv ist. Oder dass ihr eine schwierige Stelle einfach aus der Distanz mit dem Bogen macht. So, und dafür müsst ihr halt mal für einen Bogen leveln. So, ne? Ihr müsst ein bisschen Allrounder leveln. Das macht ja auch nicht jeder, das macht auch nicht jedes Spiel, dass ihr mal einfach querbeet leveln könnt, damit ihr jede Waffe benutzen könnt. Normalerweise in Spielen geht ihr ja in eine Richtung. Ihr macht nur Nahkämpfer oder ihr macht nur Magier und jeder Skill in ein anderes Attribut wäre dann Verschwendung. In Souls halt nicht. Souls war von Anfang an darauf ausgelegt, dass man es sogar auf Level 1 schaffen kann. Das heißt, jedes Level ist ein Bonus. Ein Verskillen gibt es quasi nicht. Und diesen Bonus müsst ihr halt so verteilen, dass ihr jede Waffe nutzen könnt. So, da gibt es aber so viel drüber zu lernen, weil das so unkonventionell und anders ist, dass ich schon wieder komplett den Faden verloren habe. So. Nee, man hätte ja darauf eingehen können, dass der rüpelhafte Kommentarschreiber durchaus einen richtigen Punkt hat. Und zwar lebt das Spiel davon, dass man nicht weiß, was einen erwartet. Und das macht das so spannend. Das hat auch damals die Souls-Reihe groß gemacht, dass die Leute ins Internet gegangen sind und gesagt haben, hast du auch dieses Erlebnis gehabt beim ersten Mal? Und bist du auch, standst du auch vor der Nebelwand und hast dir gedacht, so, nee, ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin jetzt den ganzen Weg zum Boss gelaufen. Das war ja vor allem bei Demon's Souls so, später ja nicht mehr mit den Teleportationspunkten. Bei Demon's Souls, wo man wirklich das ganze Level ablaufen muss und es gibt nur einen Respawn-Punkt, denn der ist am Anfang des Levels. Das heißt, ihr müsst das ganze Gebiet ja nochmal durchlaufen bis zum Boss. Ihr steht vor der Nebelwand und fragt euch, gehe ich jetzt da rein und guck, was mich erwartet? Oder laufe ich jetzt erstmal nach Hause und gebe die Seelen aus, damit die mir nicht verloren gehen können? Und sehr oft geht man dann nach Hause, gibt die Seelen aus und läuft dann den ganzen Weg nochmal zum Boss. Und das hat eigentlich jeder erlebt, der damals mit Souls angefangen hat. Und das sind diese schönen Erlebnisse, die man nie wieder vergisst. Hätte man nicht gehabt, wenn man vorher alles gewusst hätte. So, also ja, nicht alles im Vorfeld über die Souls-Spiele zu wissen, kann bestimmte Emotionen auslösen. Ich bin weit über den Punkt hinaus, wenn ich ins Souls-Spiel gehe, ich opfer Seelen. Ich mache Selbstmordruns, ich sehe da hinten was und denke mir, scheiß auf die Seelen, ich level irgendwo. Ich suche bei Souls-Spielen inzwischen Levelpunkte und dann level ich stundenlang an einer Stelle und level mich hoch, also Farming-Punkte suche ich mir. Und wenn ich dann in einem Dungeon bin, denke ich mir, ich habe jetzt gerade eben 50.000 Seelen, Runen, was auch immer gelevelt, gefarmt. Was kümmert mich jetzt dämliche 5.000, die am Anfang eigentlich viel sind? So, was kümmert mich die 5.000? Ich laufe weiter und guck, was ich hier noch finde. Also ich bin über diesen Punkt eh so weit hinaus. Ich habe so viel Souls gespielt, dass es mir schon am Arsch vorbeigeht. Dieser Moment, den gibt es bei mir nicht mehr. Bei mir ist es, ich mache ein neues Souls auf. Das ist wie, ich mache ein neues Buch auf und jetzt lerne ich das Buch auswendig. Jetzt lerne ich Souls auswendig und dann werde ich anderen Leuten zeigen, wie sich das leicht spielen lässt und wo es da Tipps und Tricks gibt. Und
so nehme ich inzwischen Souls wahr. Deswegen sind mir diese ganzen Informationsvideos richtig lieb, weil das meiner Recherche wirklich weiterhilft. Also ich recherchiere und ich studiere Souls-Spiele. Mit auch für euch oder beziehungsweise für mich. Aber ich gebe euch die Informationen weiter, weil ich habe die ansonsten nur für mich und für mich bringt es nichts. Deswegen habe ich auch tatsächlich mit Let's Plays überhaupt angefangen von Souls, wo mein erster Gedanke ja war, kein Mensch braucht ein weiteres Souls-Let's Play. Bis die mich alle aufgeregt haben, weil ich mir dachte, warum holst du dir nicht das beste Schwert? Wieso? Du bist doch angeblich Souls-Spieler und hast das schon dreimal durchgespielt, Etienne, von den Rocket Beans. Warum holst du dir nicht das beste Schwert am Anfang des Spiels? Wahrscheinlich, weil er es nicht weiß. Er informiert sich nicht, er spielt das Spiel jedes Mal auf dieselbe Weise durch und das Spiel ist jedes Mal genau gleich hart, obwohl es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Spiel zu spielen. Vor allem Dark Souls 1, da gab es noch sehr viele verschiedene Möglichkeiten am Anfang, wo man hingehen kann, welche Items man abgreifen kann. Das war sehr, sehr offen. Und so ist Elden Ring nun mal jetzt auch. Elden Ring ist sogar noch viel mehr. Elden Ring ist noch mehr, wie viel ihr da sammeln könnt an Items, wie viel Ausrüstung ihr abgreifen könnt, ohne einen einzigen Boss zu besiegen. Und wenn ihr jetzt mal sagen würdet, Minibosse zählen nicht, ohne einen Storyboss zu besiegen, könnt ihr euch richtig geil ausrüsten für alle Gelegenheiten. Ihr habt einen Bogen, ihr habt ein Schwert, ihr habt Zauber, ihr habt Wunder. Ihr habt ein Schwert, was Zauber und Wunder und Feuer und alles wirken kann. Sogar Waffen haben jetzt Zaubereffekte und echt krasse geile Effekte. Ausrüstung hat nun echt mega krasse Effekte. Es gibt sogar einen Schild, eine Parry, ein Schild-Parry. Wenn ihr einen Zauber parryt, werden daraus diese Seelenverfolgungsmassen in Form von Dolchen, die um mich herum sind. Also ihr könnt Zauber nun mit Gegenzauber kontern und alles Mögliche. Da ist so viel Neues Kreatives reingeflossen, aber auch so viel Altes. Weswegen ich sagen würde, Dark Souls 3 ist jetzt Dark Souls 1-2 und Elden Ring ist Dark Souls 3, weil es vereint wirklich alles. Alles, was in Demon's Souls, in Dark Souls und in Bloodborne drin war, vielleicht sogar Sekiro, das kann ich nicht beurteilen, aber all das, wir haben den Wahnsinn auch wieder. Der Wahnsinn ist jetzt ein bisschen anders, der Wahnsinn ist jetzt eine gelb leuchtende Flamme, die tatsächlich auch wieder so ein bisschen an Bloodborne erinnert, wo eine Frau Augäpfel ist. Und je mehr sie davon isst, desto mehr sieht sie. Ihre Augen sind offen quasi, wie in Bloodborne. Das ist sehr Lovecraft-mäßig. Von Lovecraft wusste ich vorher auch nicht so viel, außer den Namen und die Sache mit dem Tintenfischmonster, bevor ich mich näher über Bloodborne informiert habe, über die Hintergründe. Es geht in Lovecraft wohl darum, dass die Erkenntnis den Wahnsinn bringt. Also je mehr man hinter die Illusion des Seins blickt, je mehr Wissen man erlangt über die Realität, desto wahnsinniger wird man, weil die Realität ist wahnsinnig. Wir leben in einer Illusion, die uns schön erscheint und die uns bequem erscheint. Und alles, was darüber hinausgeht, wenn wir die Realität so richtig kennenlernen, zerstört sie uns. Es macht uns wahnsinnig. Das ist deswegen so philosophisch und interessant, weil es tatsächlich in der Wirklichkeit auch so ein bisschen funktioniert. Also ihr wisst, es gibt diese Empörungskultur. Ihr seid empört, wenn ihr etwas herausfindet, was eigentlich einige Leute schon wissen und was gar nicht so empörenswert ist. Aber wenn ihr es erfahrt und ihr wieder mal eine Illusion in eurem Leben verliert, dann trifft euch das. Dann emotional trifft euch das und ihr seid empört und wütend und wollt irgendwen bestrafen, weil meistens gar nicht, weil ihr tatsächlich einen Schaden davon habt, von der Realität, sondern weil ihr eure Illusion verloren habt von etwas. Wie zum Beispiel, ich sag's jetzt mal, Erdbeerjoghurt, dessen Aromastoffe eigentlich aus Holz bestehen. Da sind keine oder kaum Erdbeeranteile drin, da ist Holzaroma drin. Was in der Realität vollkommen unwichtig ist, weil es absolut keine Rolle spielt, wo heraus der Aromastoff genommen wird. Das ist nur der Geschmack. Das ist nicht ungesund, das ist gar nichts, das tut euch nichts. Aber die Tatsache, dass diese Illusion weg ist, die Illusion, dass ein Erdbeerjoghurt aus Erdbeeren besteht, die ist weg. Und das ist es, was euch trifft. Ein Stück Illusion ist verschwunden. So, und das trifft euch richtig hart. So, das ist das Lovecraftian. Ich werde auch gerade wieder unterbrochen, ganz wild von wildem Geklopfe. Ich muss nun wieder aufhören.
Leute, lasst euch nicht so provozieren. Geht ein bisschen mehr auf Kritik ein. So, auch wenn die Kritik, vielleicht weiß der Kommentarschreiber ja auch nicht so richtig, seine Kritik in Worte zu fassen, ohne dass die beleidigend ist. Das heißt aber nicht, dass seine Ansätze falsch sind. Er hat nur noch nicht richtig drüber nachgedacht. Das könnt ihr aber machen. Da fliegt ein Schlüssel. Okay, ich muss wirklich aufhören. Aber stay positive. So, okay, macht's gut. Jetzt fliegt euch eine Tür. Ciao. Carry on with your journey. Press forward with your fight. Don't bother holding yourself up for my sake.